praktisch bis zur Einstufung 12 gehe und da ist man dann wahrscheinlich so knapp über 100.000 brutto im Jahr. Ja, das ist leider meistens auch die Cap, sag ich mal, für normale Angestellte, also 100.000 Euro mit allem drum und dran. Wenn man so Richtung, sagen wir mal, 200.000, 250.000 im Jahr Bruttojahresgeld gehen möchte, dann muss man halt schon Richtung Management gehen, also ein Teamleiter werden oder ein Abteilungsleiter. Also da kommt man nicht drum herum, Personalverantwortung zu übernehmen, auch mal 45, 50 Stunden arbeiten. Das wäre dann der Preis. Gut verdienen beim Autobauer, das bekommt ein Maschinenbauingenieur bei BMW. Offensichtlich, dass wir hierauf reagieren, denn viele Studenten wollen in die Automobilindustrie. Warum? Ist recht offensichtlich. Top-Einstiegsgelder, überschaubare Wochenstunden, die du arbeiten musst. Trotzdem gute Aufstiegsmöglichkeiten, wenn du aufsteigen willst. Und wenn du einmal im Konzern Vollzeit drin bist mit einem Festvertrag, kannst du auch immer wieder hin und her wechseln. Also immer noch attraktive Branche, die Autoindustrie. Hier haben wir jetzt mal ein Video von Lohnt sich das gefunden. Die sind vom Öffentlich-Rechtlichen und stellen immer Berufsbilder vor und jetzt passend zu unserer Thematik ein Berufsbild, auf das wir einmal reagieren. Ich selber komme aus der Autoindustrie, bei Bosch meine Ausbildung gemacht, auch noch im Studium ein paar Jahre gearbeitet, bei Daimler beim Ingenieursdienstleister. Dementsprechend werden wir uns jetzt mal anschauen, was denn der gute Herr hier zu sagen hat. Ich habe schon ein wenig vorgespult, weil er am Anfang nur Kaffee trinkt daheim. Jetzt fangen wir mal aber an mit dem Video. Okay. Absoluter Klassiker, erst mal morgens um 6.30 Uhr ankommen in der Arbeit, war bei mir bei Daimler auch so. Wenn du 6.15 Uhr im Büro warst, warst du schon einer der späteren. Also man sollte früh aufstehen können, damit sollte man kein Problem haben. Und man sollte kein Problem damit haben, in so riesigen Hallen zu arbeiten. Ja, das ist mir tatsächlich am Anfang eher negativ aufgestoßen, dass ich plötzlich in so einer riesen Halle an einem Schreibtisch saß. Das ist aber vielleicht auch so ein Tick von mir. Aber ich glaube, dass was sich die meisten Studenten am schwersten tun, ist so, dass früher aufstehen wieder, wenn sie vom Studium dann in das Berufsleben starten. Arbeitsbereich, genau. Das ist halt ungefähr einen Tag am Drucker und baut sich da gerade langsam nach. Und genau so sollen wir dann halt auch noch auf den Drucker schmeißen. Mein Job bei BMW ist im Prinzip, dass ich bei uns in der Zentralwerkstatt den 3D-Druck vorantreibe, die Projekte da vorantreibe und den 3D-Druck im Werk bekannt mache. Ja, ich bin tatsächlich mal... Sehr, sehr smarte Richtung, die er da gewählt hat in meinen Augen, weil der 3D-Druck löst mehr und mehr so diese konventionellen Verfahren ab, die man ja kennt, Fräsen, Drehen. Natürlich kann man nicht Fräsen und Drehen, kann man es nicht alles ersetzen mit 3D-Druck, aktuell meines Wissens glaube ich noch nicht, aber 3D-Druck ist natürlich was, was immer mehr im Kommen ist, einfach günstiger, leichter, man kann komplexere Teile drucken, einfach aufgrund der Funktionsweise, viele Ingenieure wissen auch, wovon ich spreche und dementsprechend hat er sich da in einen Bereich gestürzt oder arbeitet in einem Bereich, der ja auch noch in den nächsten Jahren auf jeden Fall gebraucht wird. Wir machen bei BMW und bauen gar keine Autos. Aktuell ist es praktisch im Karosseriebau so, dass wir unsere ganz klassischen Greifer haben, die aus Metall- und Stahlteile bestehen. Und das Ziel vom 3D-Druck wäre es, dass wir da so viele Stahlteile wie möglich aus Kunststoff ersetzen, weil es einfach energietechnisch irgendwo keinen Sinn macht, dass ich ein Kilo Blechteil vielleicht mit einem 40 Kilo Greifer bewege. Das ist unser Teil. Also das ist eins von den Größen, die wir jetzt für das Projekt brauchen. Jetzt haben wir jetzt einen Drucker da. Glaube ich auch, also es viele nicht verstehen, wenn man bei so einem riesen Autokonzern ist, arbeitet man im Regelfall, außer man ist jetzt in irgendeinem Projekt, das sich mit dem Gesamtfahrzeug beschäftigt, nicht direkt am Fahrzeug, sondern eher an einer Fahrzeugkomponente, an einer Software, die im Fahrzeug verbaut wird. Man ist, sag ich mal, eine sehr kleine Schraube in einem riesigen System, gerade am Anfang. Natürlich, wenn du jetzt Abteilungsbereichsleiter wirst, was sehr schwierig ist und mindestens mal 10 Jahre dauert, dann beschäftigst du dich auch mit dem Größen, mit den größeren Themen. Aber hier in seinem Fall jetzt auch, er macht halt einen Teil, vielleicht ein paar Teile, für die er verantwortlich ist. Das kenne ich auch von den Freunden von mir, die bei Porsche arbeiten. Die sind auch nur in Anführungszeichen zuständig für ein paar Teile oder für einen Heckspoiler vom 911er. Dementsprechend, ja, muss man halt auch mit klarkommen, dass man jetzt nichts ganzheitlich macht, sondern im Regelfall spezialisiert es auf eine Teilgruppe oder auf eine Software, die neu im Fahrzeug eingepflegt wird. Teil nochmal prüfen, wenn wir da Schicht für Schicht nochmal durchscrollen und schauen, ob uns irgendwelche offensichtlichen Fehler auffallen.
die halt ein Problem für den Druck werden kann. Oder halt da fällt mir jetzt noch ein, das machen auch viele falsch. Die gehen irgendwie nach dem Studium arbeiten und spezialisieren sich so stark nur auf eine einzige Sache, dass sie zwar gut verdienen und vielleicht Spaß haben an ihrem Job, aber sobald sie da rausfliegen würden, braucht ihre Fähigkeiten eigentlich niemand mehr. Ja, da haben wir auch mal ein Interview mit dem Professor gemacht, mit dem Herr Weiß, und der hat auch gesagt, ja, man darf nicht sich nur so stark auf eine Komponente fokussieren und dann am Ende eigentlich nichts können, außer ganz genau wissen, wie jetzt beispielsweise der Blinker in allen Modellen funktioniert, und plötzlich wird der abgeschafft oder ersetzt durch irgendwas anderes. Ja, also da sollte man sich so breit wie möglich aufstellen oder so wie er jetzt hier einfach mit einer Technologie beschäftigen, die nächsten Jahre auf jeden Fall noch wachsen wird, die jetzt nicht von heute auf morgen einfach ersetzt werden kann. Also von heute auf morgen wird nichts ersetzt in so Firmen, aber man will ja auch mal wissen, hey, okay, die nächsten 5 bis 10 Jahre kann ich mit dem Wissen, das ich hier aufgebaut habe, auf jeden Fall in der Firma arbeiten. Ja, beim Einsatz von den Teilen ein Problem werden kann. Also mal so eine letzte Endkontrolle nochmal. Ich meine, wie schickt man als Tochter praktisch 2 Kilo Material, 3,5 Tage auf die Reise, sind nicht gerade günstig ist, sage ich mal, 185 Euro jetzt in der Berechnung. Also schaut es, wenn man das nochmal prüft. Es ist wichtig, dass das Teil auflegt, dass die erste Schicht wirklich zuverlässig auf den Druck beträgt. Was jetzt da nicht passt, interessanterweise, also gut, dass wir nochmal drüber geschaut haben. Deswegen ziehe ich jetzt einfach manuell ein bisschen runter. Aber ich finde so, dass das schon mal ganz gut aus jetzt. Ich habe alles prüft, ich habe meinen Ablauf drin gehabt, ich habe auf alles geschaut. Ich habe alle Fehlerquellen nochmal überprüft, die wir schon mal gemacht haben. Und wenn jetzt ein neuer Fehler auftritt, dann ist es halt so. So. Starke Einstellung. Also das muss man sich auch abgewöhnen, nach dem Studium zu glauben, man kann alles perfekt machen. Er sagt ja hier, ja, wenn jetzt ein neuer Fehler auftritt, dann ist es halt so. Man kann nur die Sachen überprüfen, die man schon kennt. Wenn es was super Wichtiges ist, nochmal Kollegen fragen oder sogar den Vorgesetzten. Aber am Ende des Tages kann man halt nicht vermeiden, Fehler zu machen, wo viele auch ein Problem mit haben. Das ist aber was man sich im Studium schon aktiv, wenn man sich selber arbeitet, abtrainieren kann. Wunderbar. Gehen wir einfach auf vom USB wählen. Und wählen wir unser Teil aus. Ich habe bei meiner Druckdatei gesagt, dass wir mit dem Drucker, mit der Düse 1 Drucker werden. Sondern das Material auf die Düse 2 gelandet. Das meckert er natürlich. Das müssen wir jetzt tatsächlich nochmal das Ganze abblasen, nochmal kurz drucken am PC gehen, Bescheid geben, dass das Material an die Düse 2 ankommt. Ja, leider haben wir meine ganzen Druckeinstellungen aus der ersten Düse nicht direkt übernommen, weil ich das Profil ausgewählt hätte. Schauen wir mal, ob denn die gleiche Zeit rauskommt dann. Und wenn die gleiche Zeit rauskommt, dann habe ich wahrscheinlich nichts übersehen. Ich habe 2013 Ausbildung bei BMW angefangen, damals in dem DBFH-System, das heißt im Prinzip nichts anderes, macht eine normale Ausbildung und macht gleichzeitig das Fachabitur. Man wird praktisch bis Fachabitur zahlt, danach bitte. Bestes Modell in meinen Augen vorm Studium, Ausbildung und Fachabitur parallel machen. In meinen Augen ist ein 2er-Abi heutzutage in den meisten Fällen fast komplett wertlos, sich da irgendwie durchmogeln, dann will man sich erstmal selber finden, aber eigentlich hat man gar keine Ahnung von der Arbeitswelt. Total lost einfach 95% der Abiturienten, die da heutzutage rauskommen aus den Gymnasien. Wenn man aber im Gegensatz eine Ausbildung macht und mal die Arbeitswelt sieht, parallel, aber bei mir war es 2 Wochen Ausbildung, 2 Wochen Fachabitur, das über 3 Jahre macht, absolut top. Wie er gerade sagt, dafür wird man sogar bezahlt. Also das würde ich jedem empfehlen, würde ich auch vor einem Abitur vorziehen. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit, die man machen kann. Und ich weiß es jetzt nicht, ob er deswegen bessere Chancen hatte bei BMW, aber das sagen wir unseren Teilnehmern auch immer. Es ist ein Riesenvorteil, wenn man vor dem Studium schon in dieser Firma war und Fuß drin hat oder halt im Studium dann ein Praktikum oder eine Werkstättenstelle in einer Firma gemacht hat. Also jeder, der Ende vom Bachelor ist oder sogar Anfang Master und noch nie in einer Firma gearbeitet hat, in einer Top-Firma und später aber in die freie Wirtschaft möchte, in so einer Firma arbeiten, ja, da musst du nur 1 und 1 eigentlich zusammenzählen, aber das funktioniert halt nicht. Also da schießt man sich ins eigene Knie, da bringen auch Top-Noten nichts, weil keine Firma hat Bock, dich irgendwie ein Jahr lang einzuarbeiten, bis du mal irgendwas kannst. Also man sollte immer schauen, dass man schon im Studium 3, 4 Praktika gemacht hat. Praktisch von BMW ausgetreten und ganz normal in Landshut Maschinenbau studiert und dann danach jetzt am letzten Juli wieder zurück zu BMW. Macher. Was ist die ausgabliche Zeit? 3 Tage, 1 Stunde. 30 Minuten, sowas. Das sind 3 Stunden, 8 Stunden, 48 Minuten. Das ist ein bisschen weniger, ja.
Aber jetzt haben wir die Materialmenge, ist die gleiche. Von dem her sollte es schon passen. Sollten wir losstarten können. So. Kann ich Herausforderungen geben, dann kann ich Probleme nicht. Dann wird es langweilig. Yeah. 35 Stunden, by the way, coole ja, Anzahl an Wochenstunden. Man kann aber meistens in den Tochterfirmen von diesen großen Konzernen auch ein bisschen einfacher auch 40 Stunden arbeiten. Meines Wissens oder bei unseren Teilnehmern ist es so, wenn wir die vermitteln, dann kann man sich auch meistens entscheiden, willst du 35, 38, 40 Stunden machen? Dementsprechend, ja, hat er sich wahrscheinlich auch selber ausgesucht, die 35-Stunden-Woche. Gibt es aber sehr viele interessante Modelle. Man kann diese Stunden aufsparen. Also man sagt, man arbeitet 40 Stunden, arbeitet die dann auch. Aber im Vertrag stehen nur 35 Stunden, die werden ausbezahlt. Da kann man sich die 5 Stunden pro Woche aufbauen auf einem Konto, kann dann mal ein halbes Jahr freinehmen. Also bei so großen Konzernen gibt es super viele Modelle, die sind da super flexibel und gehen da auch auf die ja, Bedürfnisse der jüngeren Generation, sage ich jetzt mal ein. Dementsprechend würde ich immer schauen, dass ich bei so einem großen Konzern zumindest mal reingeschnuppert habe, weil ja, bei den kleineren Firmen wird das schon deutlich schwieriger und bei den Mittelständlern auch. Im Prinzip ist das ja mein Hobby, was ich da mache. Ja, für das ist es natürlich super bezahlt. Also aktuell als Maschinenbauingenieur bei BMW verdiene ich 4.500 Euro brutto. Da verbleiben dann ca. 2.800 Euro netto übrig im Monat. Ja, 4.500 brutto kommt mir jetzt tatsächlich ein bisschen wenig vor. Also gut, es ist, ich weiß nicht, wo er arbeitet. Arbeitet jetzt direkt in Bayern, also in München. 4.500 ist echt wenig, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also wenig ist wahrscheinlich übertrieben, also es ist schon in Ordnung, aber also ich habe ja die Vergleichswerte. Wir haben Leute aus dem Training in Firmen vermittelt, auch in der Autoindustrie, die verdienen nochmal ein Tausender mehr. Die arbeiten auch 40 Stunden pro Woche, muss man sagen, oder 38, aber da sind es auch 5, ja. 1.000 Euro mehr noch. Aber das kommt auch so ein bisschen aufs Bundesland an. Aber wenn er in Bayern sitzt, kommt es mir irgendwie ein bisschen wenig vor. Aber naja, kann man jetzt ja nichts machen. Das normale Monatsgehalt kann man nur Zuschläge dran. Das sind die ganz klassischen Zuschläge aus der Metallbranche, die ja mit der IG Metall verhandelt worden sind, sage ich mal. Teilweise gibt BMW da nochmal was extra drauf. Das ist zum einen das Weihnachtsgeld, das Urlaubsgeld und die Gewinnbeteiligung. Bei Daimler hat mal einer gesagt, als es 20 war es, glaube ich, nur in Anführungszeichen 1.000 Euro Gewinnbeteiligung gab. Ja, dann behaltet das doch lieber. Werdet bitte niemals zu so einer Person, die sich beschwert über irgendeine Gewinnbeteiligung. Klar, bei Porsche sind es immer zwischen 9.000 und 10.000 Euro oder meistens bei Daimler dann mal ein Jahr weniger. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber eine Gewinnbeteiligung ist das schon mal was sehr, sehr Cooles. Ja, und in dem Fall waren es jetzt auch wieder, ich glaube, 1,5 Monatsgehalt, also nochmal 6.000, 7.000 Euro obendrauf auf euren eigentlichen Lohn. Also da kommt ihr weit über 10.000 Euro pro Monat. Gut, da gehen noch Steuern weg, aber da habt ihr locker 6.000, 7.000 netto im Monat übrig. Das ist dann schon für einen Angestellten nach dem Studium, ja, sag ich mal, eine gute Summe. Sicherheitsamt, ansonsten habt ihr nicht Treibstelle, oder? Ich bin nicht mehr Mitglied in der Kirche, hat mehrere Gründe. Zum ersten Mal denke ich, dass Kirche und Glaube nicht wirklich zusammenhängen. Das ist für mich nicht eins, das passt für mich auch nicht zusammen. Erstmal Mittagessen hier reingeschaufelt. Das fand ich immer sehr, sehr nice bei Bosch. Die Azubis haben tatsächlich nur für alles drum und dran Salat, Getränk, Nachtisch, Hauptspeise 1,90 Euro gezahlt. Das war crazy. Also Essen in so einem Konzern ist meistens auch sehr, sehr günstig. Manchmal sogar kostenlos bei manchen Konzernen. Also auch noch ein weiterer Vorteil, den man so nennen kann, man muss sich kein Essen teuer kaufen. Und wenn man jetzt das Sekt oder hört, ob das stimmt oder nicht, was in der Kirche so los ist, und wenn die Kirche darauf reagiert, dann habe ich nicht das Gefühl, als müsste ich das mit meinem Geld unterstützen. Ja, auch vielen super wichtig, dass nicht die ganze Zeit am Schreibtisch sitzen. Muss man für sich selber dann wissen,
Ich denke, als junger Mensch über 70% Schreibtischarbeit zu machen und dann ohne einen höhenverstellbaren Schreibtisch nicht gerade gesundheitsfördernd. Da gehen auch viele auseinander wie so ein Hefeball. Das habe ich auch schon beobachtet bei uns in der Ausbildung. Also man sollte da auf genügend Ausgleich achten, wenn man so viel am Schreibtisch sitzt. Aber finde ich immer oder fand ich auch bei Daimler cool. Ich bin immer wieder in die Halle gekommen, habe da mal mir Fahrzeuge angeschaut, bin viel rumgelaufen. Also kann man auch noch drauf achten, wenn einem das wichtig ist. Also am Ende darf man bei einem Jahresgehalt dann von ca. 70.000 brutto landen. Das ist aber jetzt bei mir noch nicht der Fall, weil ich zum Beispiel vom Weihnachtsgeld und von der Gewinnbeteiligung nur einen gewissen Anteil kriege, weil ich halt erst halt kurz im Unternehmen bin. Das ist finanziell für mich noch wichtig, das ist eine gute Frage. Da kann ich dann im Prinzip bis ans Ende der Tariftabelle, praktisch bis zur Einstufung 12 gehen und da ist man dann wahrscheinlich so knapp über 100.000 brutto im Jahr. Ja, das ist leider meistens auch die Cap, sag ich mal, für normale Angestellte. Also 100.000 Euro mit allem drum und dran. Wir hatten ja letztens ein Interview mit einem Projektleiter von Daimler. Da weiß ich jetzt, der ist da nochmal 20.000, 30.000 Euro drüber. Aber ja, also wenn man so Richtung, sagen wir mal, 200.000, 250.000 im Jahr Bruttojahresgehalt gehen möchte, dann muss man halt schon Richtung Management gehen. Also einen Teamleiter werden oder einen Abteilungsleiter. Also da kommt man nicht drum herum, Personalverantwortung zu übernehmen und dann halt auch mal vielleicht die Arbeit mit nach Hause zu nehmen oder auf seine 35-Stunden-Woche nicht pochen, sondern auch mal, wie es vorher bei ihm sogar dran stand, 45, 50 Stunden arbeiten. Das wäre dann der Preis für weit über 100.000 Euro Jahresgehalt. Ich finde es einfach wichtig, dass man in seinen Augen genug Geld verdient, aber auch die Zeit hat, das Geld auszugeben. Max, servus, bis morgen. Danke dir gleichfalls. Meine klassischen Hobbys waren auf jeden Fall Motorradfahren im Sommer, Wakeboarden im Sommer, also Wasserskifahren, normales Skifahren im Winter und ja, fotografieren tue ich auch noch ganz gern, Timelapse vor allem. Den Umzug habe ich jetzt im Dezember gemacht und bin im Prinzip komplett ohne Möbel, also aus einer möblierten Wohnheimwohnung von BMW in die unmöblierte Wohnung um zur Küche, war zum Glück schon drin. Also aktuell habe ich natürlich einen Vorsparplan. Ja, das finde ich halt auch nicht so smart. Also kann jetzt jeder für sich selber entscheiden, aber klar gibt es dann Leute, die sagen Zins, bla bla bla, aber bei 3 netto im Monat anfangen irgendwie Geld zurückzulegen und zu sparen. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus, aber ich glaube, Lebensversicherungen sind auch 1900 vor dem Krieg, also ein bisschen altmodisch. So Fonds und Aktien kann man machen, aber nee, angenommen, du kannst 1.000 Euro pro Monat sogar zurücklegen, hast du im Jahr 12.000, hast du nach 10 Jahren, ich weiß nicht. Also wenn du das nice findest, irgendwann mit 60 oder so mal 1 Million zu haben oder mit 65 und das nur wegen deiner Rente machst, aber dafür dich schon stark einschränkst, also ein Drittel von deinem Monatsgehalt da zurücklegst, weiß ich nicht. Ich würde das lieber investieren in meine Fähigkeiten, in Seminare, dass ich entweder innerhalb von der Firma weiterkomme, nebenher noch was Eigenes aufbaue. Also das habe ich nie verstanden, warum Leute, wenn die so in Anführungszeichen wenig Geld verdienen, anfangen irgendwelche ja, Fonds oder Aktien zu besparen. Ich würde da lieber an meinen eigenen Fähigkeiten arbeiten, in mich selber investieren. Das zahlt sich viel, viel mehr da aus. Also unter 5 netto würde ich im Monat nicht irgendwie anfangen, groß da rumzusparen. Sparbeitrag bei meiner BU noch dabei gekoppelt, eine Lebensversicherung und genau, ein paar Aktieninvestments noch. Meine Strategie ist da aktuell noch relativ aggressiv und risikobereit. Ich meine, ich habe noch lange Zeit, irgendwie die Kursschwankungen auszusitzen. Also von dem her mache ich mir auch keinen Stress nicht. Und ja, kommen wir vielleicht schon mal hier ein bisschen übersprungen zum Nettolohn. Was er denn jetzt am Ende bekommt? Gut, Versicherung ist relativ viel. Hier auch Miete, muss ja jeder selber wissen, aber hier habt ihr quasi jetzt mal den Lohn freigelegt bekommen, was man denn so in der Autoindustrie verdient. Ich glaube, das hier ist das Grundgehalt. Wie gesagt, da kommen auch noch Zuschläge dazu. Mir kommt es auch ein bisschen wenig vor. Man kann da mit ein bisschen Optimierung auch noch mehr verdienen. Muss man aber natürlich für sich selber wissen. Nicht jeder ist jetzt so drauf, dass er sagt, yo, ich muss jetzt nochmal statt 2,850 netto 3,4 jeden Monat verdienen. Aber ich finde das einfach wichtig, dass man gerade am Anfang schaut, dass man relativ schnell auf ein ordentliches Gehalt von an die 100.000 kommt, nochmal an seinen eigenen Fähigkeiten arbeitet, dann in Richtung Teamleitung geht, also dass man nochmal weiterkommt. Aber ist ein guter Anfang, wie gesagt, Voraussetzung für sowas ist jetzt bei ihm nicht der Normalfall.
weil er hat schon bei BMW seine Ausbildung gemacht, dann so ein wahrscheinlich so wie ich auch einen Übernahmevertrag bekommen. Ich habe den bei Bosch ja damals gekündigt. Also ich wollte nicht übernommen werden. Ich habe ja hier Aero abgestartet. Und im Regelfall musst du aber sehr gute Noten haben, ja, um bei so einem Gehalt zu landen und bei einer Top-Firma reinzukommen in der Branche. Dementsprechend, wenn du feststellst, dass bei dir die Noten einfach noch nicht passen, also über 2.0 sind oder in Ingenieurstudiengängen über 2.3, bewirb dich einfach mal für ein Erstgespräch bei uns. Ja, der Link ist unter dem Video. Da kannst du einfach draufklicken, kommst du direkt zu unserer Seite, wo du deinen Namen, deine Nummer eintragen kannst. Wir melden uns dann bei dir und schauen innerhalb von 5 Minuten, ob wir dir weiterhelfen können. Beantworten auch alle deine Fragen zum Studium. Ich hoffe, du konntest hier ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg für dein Studium. Alles Gute, bis dahin, dein Valentin. Ciao.